Moin Leute und willkommen zu einem neuen Part von Titan Quest Multiplayer mit mir und dem werten Herrn Fischi, der übrigens einen Doktortitel hat. Hallo, ich bin Dr. Levischi. Ich habe einen Doktor in Brustologie. Ja. Brustologie. Brustkunde. Und natürlich auch einen in Gärtnerlogie. Na gut, ich habe keine. Athens Begräbnisfelder. Okay, die Ach, können Stutzi heftig macht ja sein. keinen Schaden, das heißt, es ist dein Gebiet. Ja, siehst du, hier mag ich wieder spielen. Hä? Hier mag ich auch wieder spielen. Du wirst zwar trotzdem mehr überleben als ich, aber ich habe jetzt immerhin 700 Leben. Wieso magst du hier mehr spielen, wenn du trotzdem noch genauso schnell auf die Fresse bekommst, nur ich weniger Schaden mache? Weil ich hier viel Schaden mache. Ja, aber ich mache hier ganz genau, also ich mache ganz normalen Schaden. Ja, aber ich mache hier wieder viel Schaden. Wieso? Du machst ganz normalen Schaden. Alter, meine Welle macht hier alles sofort platt. Außer die Zombies. Ich mag Skelette einfach lieber zu töten. Die machen mehr Spaß. Sie Zerfetzen fetzen immer immer so ein schön bisschen. auseinander. Ja. Nicht so wie in Sacred. Ein Arm fällt ab und noch ein Arm fällt Ist aber ab. nur im Singleplayer so. Boah, das war mega anstrengend im Singleplayer. Kannst du, deshalb darfst du ja auch den einen tragen, der im Multiplayer komplett nutzlos ist. Ja. Finde ich aber eigentlich ganz nice gemacht mit dem Sog der Hölle. Ja, aber es ist ein bisschen unlogisch. Hier schon wieder Mordaknochen, Hilfe! Okay, warte. Ich komm hier schon, ich komm hier schon. Wo bist denn du? Siehst du, was ich meine? Hier mache ich Schaden. Er ist drin. Was hast du gesagt? Siehst du, warum ich meine, hier mache ich Schaden? Ich habe auch Schaden gemacht, wenn nicht zu wenig. Ich meine eigentlich, weil die Skelette wegfliegen, wenn ich eine Welle durchschicke. Nicht alle. Aber viele. Ach, der Hauptmann will Stress. Hallo, ich habe auch zwei Schwerter. Ignoriere mich nicht. Ich habe zwei Schwerter. Ich bin gefährlich. Ja, aber ich bin gefährlicher für ihn. Wer packt bitte eine Bronzestatue auf den Friedhof? Das sieht doch aus wie lebensecht. Ja. Unfair. Das ist zum Mobben der Toten. Deshalb sind die alle auferstanden. Viel Spaß mit denen. Ich mach keinen Schaden. Schon. Ich meine, ich mach zwar noch Schaden mit dem Messer, aber halt so gut wie gar nichts. Macht mein Diese Gift überhaupt Fähigkeit Schaden ist noch hier? nicht voll Was? ausgebildet. Mein Gift macht das hier irgendeinen Schaden? Ja, die Macht Zombies gar können nicht. auf jeden Fall vergiftet werden. Zombies können nicht vergiftet Also werden. ich kann sie im Single, kann ich sie verseuchen. Kannst du nicht. Doch, kann ich. Guck das Single-Let's Play, dann weißt du das. Wieso sollte ich das gucken? Was Ich gut höre schon zu, ist. das reicht mir schon. Was? Ich höre da schon zu, das reicht mir schon. Wow, fuck. Oh, diesen Zaun habe ich gleich gesehen, ich habe die Karte geguckt und alles erkundet, dann sehe ich plötzlich Zentauren. Ich hasse Zentauren. Er hat gerade in seiner Eiskulptur geschlagen. Hier wäre übrigens ganz cool, wenn du einen hast. Du Nein, nicht so viel Heiltränke hab gar benutzen keinen mehr. musst. Schade. Das Ich heal verteilt dich nicht jetzt mal komplett. versteckt. Hä? Ich heal dich ja nicht mal komplett. Ja, aber immer ein bisschen. Hälfte ungefähr. Der musste halt mehr auf Dings gehen, auf Healen. Ich habe gerade zweimal meinen Dingen draufgesetzt. Dein Wolf? Nee, zweimal die Hauptfähigkeit, weil die mehr Leben macht. Halt auch. Und mehr Geschicklichkeit und so weiter. Und allgemein auch ein bisschen die Zauberreduktion. Haben wir die Flamme schon fertig? Nee, aber ich habe die bestimmt gleich fertig. Ja, du hast mir ja gefragt, ob ich davon noch einen hab, ne? Nee, ich glaube, ich habe dich gefragt, ob du noch einen von den Sicheln hast, weil die Sicheln hätte ich sonst fertig. Bei der Flamme bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, am Anfang hast du sogar gefragt, ob ich noch eine Flamme habe. Ich gucke Aber da gleich hatte ich nochmal. keine. Da hast du noch der Sichel gefragt noch. Wir haben übrigens im letzten Part, falls man sich wundert, warum unsere Inventare ein bisschen leerer sind, die ganzen Sachen einmal weggebracht. Und wir haben auch geordnet, dass ich die Essenzen bekomme. Nein, die
Wie nennt man die? Ich hab keine Ahnung. Ich sag mal die Sachen Tier, von den Tieren. Und er bekommt die Essenzen. Weil ich ein Todesvideo davon hab und auch schon ein paar fertig. Ich komme hier gerade in das vergiftete Gebiet von dir. Will den ersten schlagen, er wird tot. Will den zweiten schlagen, er wird tot. Das war ein Wildschwein, was gerade voll in den Arsch stand. Alter, du hast ihm das Ding gerade voll in den Arsch geschossen. Ich hab's bei mir von vorne reingeschossen. Was? Ach, nur drei schwarze Wildschweine. Doch schön. Ja, absolut. Zu essen? Ja, Wildschweinbraten. Freddy, Essen ist fertig. So, hier ist sogar mal ein Part von mir. Ja? Ja. Ich glaube, ich kann Psi-Berührung nicht als Dingens machen. Wieso? Weil das irgendwie nicht funktioniert. Auf linker Maustaste hast du es. Ja. Wieso geht's da nicht? Weiß ich nicht, es funktioniert einfach nicht, es wird nicht eingesetzt. Stand bestimmt auch schon in den Kommentaren tausendmal. Tausendmal bei also, zwei Kommentaren. Als ob irgendwas jemals in den Kommentaren stand. Da stand doch. Fuck. Was? Ich hab grad die Tastenkombi geändert. Also bei dir ist bei Angriff rechts, links die Zielbesuchung drin. Ja, aber das funktioniert nicht. Musst du die irgendwie anmachen oder so? Ja, glaube ich schon. Ich habe ja im Single Let's Play da irgendeinen Schaden auf jeden Fall. Das funktioniert. Ich hab's ja auch. Ich hab auch, auf. Wir sind übrigens in Athen gleich. Ja, ich seh's. Wir sind in, ich hab da halt mein kalkuliertes Schlag drauf. Bei mir ist der Öztekzoll mit ihrem Schlag. Komm, aber bei dir hat's Psi-Berührung auch verrührt. Wurde benutzt schon, Vergiss, was ich am Anfang sagen wollte. Ja, ich hab's nicht gesehen, Fall, dass ich die benutzt hab. Doch, hab ich schon gesehen. Da war dann so alles um mich so verwirrt. Geht das vielleicht mit deinem Speer nicht? Doch, ich kann ihn benutzen. Guck, jetzt benutze ich hier die Psi-Berührung. Hack, der Gegner war tot. Mir stehst du richtig weit weg. Ja, okay, ich glaube, es geht mit meinem Speer nicht. Ich muss mir gleich mal durchlesen. Fast tot. Warte. Psi-Berührung. Ne, Psi-Energie. Die in der Waffe konzentriert sind, erzeugen bei der Berührung mit dem Feind eine Resonanz, die sogar Knochen erzittern lässt. Diese Fähigkeit kann linker Maustaste zugewiesen werden. Kann ein Bug sein, dass es nicht mit der Waffe funktioniert. Ja, versuch mal deinen Bogen zu machen. Ja, warte. Ja, da habe ich ja gar nicht drin. Ne, mit dem Bogen funktioniert es auch nicht. Habe ich noch eine andere Waffe dabei? Doch, ich seh's bei dir. Du hast Psi-Berührung als Buff jetzt. Ja, stimmt. Hab ich bei Dingens aber auch. Nee, hab ich nicht. Doch, hab ich. Ist das... Ach, das ist wahrscheinlich kein Buff, der sich verbraucht. Der Stack, also... Den füllt sich mit jedem Schlag auf und bei mir ist halt so beim, ich glaube, bei dir ist auch so beim dritten oder vierten Schlag dann, Jetzt hab ich's gerade gesehen. Ah, das zieht ja, keine Energie. Ich glaube, das ist ein Perma-Band, ein Perma-Buff. Ja, das habe ich auch. Das zieht keine Energie. Das deckt halt nur mit deinen Schlägen. Ah, du musst deinen Schlag halt aufladen und danach kommt dann halt, der Effekt. Ja, doch, funktioniert. Ja, ging nur eben gerade, glaube ich, nicht, weil ich habe das bei dir die ganze Zeit nicht gesehen. Muss wahrscheinlich einfach nur einmal die Waffe wechseln. Ja, wahrscheinlich. Kann ich doch wieder alles umändern. Hier ist übrigens ein Brunnen. Okay, warte kurz. Das heißt, da geht's weiter. Ich weiß, es hat sich gerade überhaupt nicht gelohnt, weil wir gleich eh aufhören.
Warum hören wir gleich auf? Weil der Part ja gleich zu Ende ist und wir danach keinen mehr aufnehmen. Athen Schlachtfeld. Ja, Athen ist komplett zerstört. Wie man schon sieht. Oh, hier sind richtig brutale Schweine. Was für welche? Zombie-Schweine. Alter! Ach, die Missgeburten-Schweine. Ja, genau. Macht mich einfach One-Hit. Ein Postschwein. Siehst du das? Oh, fuck, ich renne gleich ins nächste Gegnerfeld. Beste Idee. Wie weit geht denn das bitte? Inzwischen relativ weit, aber es ist auch schon auf Level 11 von 12. Nein, ich weiß, wie weit das Gebiet hier geht. Ach so, ja. Schon ein bisschen weiter. Hey, wo müssen wir denn lang? Bei dem Brunnen. War es bei dem Brunnen? Nein. Weil da. Ja, dann lass komm mal mit, da gehen wir erstmal zum Brunnen, weil da geht's auch noch hoch irgendwo. Ja, bei dem Brunnen geht's weiter, denke ich mal. Aber nach rechts sieht's auch so riesig aus, also. Ja, so, es sieht auf jeden Fall aus, als würde es hier irgendwie in eine Stadt gehen. Ja, oder? Nach rechts ist, glaube ich, einfach gleich ein abgeschlossenes. Also nee, hier ist einfach eine Höhle. Oh. Ja, kann sein, dass man durch die Höhle muss, ne? Ja, sein, dass wir übers Schlachtfeld müssen. Was auch plausibler sein, ist. Dann macht der Brunnen hier vielleicht Sinn, falls man in der Höhle stirbt. Oder wo allgemein lang kein Brunnen mehr kam. Ja, todeslang. Die Brunnen sind manchmal ein bisschen scheiße gesetzt. Ich meine, manchmal ist alle 20 cm ein Brunnen. Und manchmal erstmal so 1000 Kilometer überhaupt nicht. Ja, sieht doch nicht aus, als würde es hier weitergehen, weil da oben ist schon das Gebiet, wo wir schon mal waren. Das Einzige, was ich hier machen kann, ist mein Dreizauber, dass die Skelette mich nicht mehr angreifen, beziehungsweise nicht mehr treffen. Du brauchst mehr Energie. Ich liebe übrigens... Also nicht mein Zauber 3, mein Zauber auf der 3, meine ich natürlich. Was? Ne, ich habe mich gerade nur erklärt. Alter, hier sind todes viele Zombies. Ja, bei mir ist inzwischen nichts mehr. Ach, das ist noch, hier geht doch der Friedhof weiter. Ah, ja, stimmt. Erstmal, das ist ein Bossmonster. Ah, schon wieder so ein. Ah, fuck. Vergessen zu healen. Wird erstmal ganze kleinen Monster da drum. Ja, genau, das Bossmonster ist ja todeslangsam. Gleich jetzt mit dem Magier abknallen. Komm jetzt auf ihn. Bitte. Lass uns mal nach links erstmal gehen. Ja. Lass mich noch alles offen. Die Höhle. Wieder danach. Bis zum nächsten Part, wenn es nicht mehr reicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang es geht. Gar nicht. Also ich habe meinen Timer gestellt, aber halt Handy geht ja halt immer so auf Bildschirm aus. Ja. Könntest du das auszustellen? Hier geht's dann zum Friedhof weiter, wo wir schon waren, okay. Dann lass doch schnell die Dings machen, die Höhle. Ja. Ich hab mal kurz mein Handy. Und es ist da. Mit der linken Hand zu entsperren, das ist gerade das Einfachste. Was? Sag noch 5 Minuten, also locker. Ja, man. 5,5 Minuten. Hey! Was? Warte doch mal! Was? Ich bin nur reingegangen. Okay. Die Schatten sind ein bisschen buggy. Bei mir nicht. Ja, die sahen bei mir als erstes so aus, als ob das irgendwie so sozusagen Trichter wären, die da drum liegen, weißt du? Weiß ich nicht, was du meinst. Okay. Sah so, als ob die in Stoff eingehüllt wären oder so. Wir sind über Schreiner.
Ja. Eigentlich habe ich nur deshalb meine Effekte wieder lauter gestellt, damit ich Schreine höre. Ja, das ist selbst wenn die Lockers macht, kriegst du gleich. Ah ja, mit der Ruhe. Moment. Lauf halt einfach weg. Achtung, Falle, Falle, zweimal Falle, zweimal Falle. Und? Die macht nicht viel Schaden. Ich bin gerade fast drauf gestorben. Du schiffst überall fast dran. Ja, aber ich habe überhaupt keine Giftresistenz. Noch Giftschaden. Ja, und ich habe Todes keine Giftresistenz. Was glaubst du, wenn wir PvP machen, wer würde gewinnen ohne Tränke und alles? Ich weiß nicht. Glaub du, weil du machst mehr Schaden so. Ich mach Todes viel Schaden, aber mit Gift könntest du mich echt schnell runterkritten. Also wenn wir ohne Fähigkeiten spielen würden, keine Ahnung, also komplett ohne... Auch nicht naja, mit gut, irgendwelchen... mit meinem Speer? Ja, aber ich habe ja zwei Schwerter, musst du bedenken. Ja, aber ich friere dich ein. Aber ich kann dir Blutung zufügen. Aber ich friere dich ein. Du hast eine Chance, dass du mich einfrierst. Ich habe eine Chance, dass ich Durchschlagschaden mache und alles andere. Du kennst die Stats von meinem Speer, oder? Ja. Ich war übrigens auch ein Blauschwert von dir. Ich weiß. Wir müssen unbedingt nochmal auf den Server gehen. Auf welchen? Ah ne, du kannst es dir selbst einstellen, oder? Was? Oder ist das ein Mod? Was denn? PvP. PvP, keine Ahnung. Ich weiß, dass es PvP-Server gibt. Keine Ahnung, ich weiß ja, was einstellen kann. Kurz mal alles anlocken, ich wette, ich bin gleich tot. Bist gelevelt. Du bist gelevelt? Du. Nein. Ich hatte gerade das Levelzeichen von dir. Ach so, ja, das ist... Ich bin jetzt erst bei der Hälfte übrigens. Ich bin jetzt bei 8. Also ich bin jetzt bei, gleich zwischen den beiden Angriffen. Ja. Na, hat sich richtig gelohnt, hier reinzugehen. Ja. Bisschen Gold, bisschen Loot, das war's auch schon mal. Bisschen Level. Es lag gerade Herbst bei mir. Okay, dann Herbst? Ja, Herbst. Jonas. Dann lass uns mal ganz kurz zum Brunnen gehen und den Part beenden. Jetzt schon? Ja. Ich guck mal, wie viele Minuten wir noch haben. Ich hab eh nur zwei. Jo, 2 Minuten noch genau jetzt. Gleich. Und, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Keine Ahnung, was ich sagen soll. Abonniert LeFishy und... Ja. Abonniert Makishi nicht. Deabonniert ihn. Jo. Einfach all in raus damit. Und selbst und wenn ihr ihn nicht abonniert habt, dann abonniert ihn und dann deabonniert ihn wieder. Jo, dann hoffe ich, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao. Tschüss.